Beim letzten Mal wurde uns deutlich mitgeteilt, dass wir diesen Trainer nicht unterschätzen sollten auf dieser Route, denn es gab einen Level 30 Kikli, was gegen uns gekämpft hat. Sehr gefährlich. Moin Leute und willkommen zurück zur Pokémon Platin Random Log. So, wir sind hier wieder mal immer noch auf der Route. Gegen die beiden Kollegen haben wir schon gekämpft. Auf der linken Seite ist noch so ein Höhlenkomplex. Da wollte ich aber erstmal nachher hin, denn wie ihr hier seht, es sind noch sehr, sehr viele Trainer hier unterwegs und suchen nach einem Kampf. Und ich würde sagen, den lassen wir ihn doch mal schnell finden. Hallo. Wie heißt du denn, meine Liebe? Bitte? Ein kleines Kind wie du willst... Was? Ein kleines Kind wie du will mir etwas über Pokémon beibringen? Unerhört! Hier, eine Backpfeife! Warte, das hat man gar nicht gehört. So. Chief Scott, okay. Mit einem Schnäppke, alles klar. Ah, ist ein bisschen doof. Wegen Eis und so. Eis auf Eis. Ich wollte jetzt eigentlich Faith noch ein bisschen hochpushen, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen doof mit dem Matchup. Wen haben wir denn noch so, der jetzt was gut gegen das Schnäpp... Ja, eigentlich nicht so wirklich jemanden, ne? Tyler ist eigentlich die beste Wahl. Maggie könnten wir auch nehmen, weil, ja, Maggie hält solche ganzen Eisattacken gut aus. Aber Schnäppke wird bestimmt jetzt keine Eisattacke machen. Nee, tut es nicht. Weil es predicted hat, hat es wahrscheinlich nicht predicted, dass wir wechseln, aber es hat sich wahrscheinlich gedacht, bei Faith, ne, bei Eis-Pokémon, da wird das schwer, mit der Eisattacke gut zu treffen. Tyler, du bist ein Monster. Ein absolutes Monster bist du. Man muss natürlich dazu sagen, dass Kikli aus dem letzten Part... Oh, oh. Oh, oh. Shelterra. Das Kikli aus dem letzten Part war natürlich ein einzelnes Pokémon, was, also ein Trainer hatte das nur das eine Pokémon und kein anderes. Ja, Shelterra, das ist ein bisschen kacke gerade. Ich glaube, ich nehme mal Lynn, weil, also theoretisch könnte ich natürlich Faith nehmen, die würde das sehr effektiv treffen. Aber ein Shelterra, wir haben beim letzten, das ist schon sehr, sehr lange her, bei der vorletzten Arena müsste das gewesen sein. Da haben wir gesehen, wie stark diese Viecher sein können, ja. Da haben wir gesehen, wie stark die sind. Denn, ja, der gute Charlie hat das am eigenen Leib spüren können, wie ihr vielleicht noch wisst. Wenn ihr euch noch daran erinnert. Deswegen macht das lieber mit Lynn, denn die tankt alles weg, was das Shelterra kann. Und falls er sich irgendwie boosten sollte, dann ist er auch relativ schnell vom weggeweht vom Fenster mit der Windhose. Mensch, Lynn, zieh doch mal deine Hose wieder an. Mensch, ist doch ekelhaft. Kannst du nicht mit Hosen wieder um dich werfen? Und dann auch noch aus Wind. So wie ich schon vermutet habe, wie ich es predicted habe, ist das Shelterra nicht sonderlich mächtig gegenüber Lynn, zumal die ja, vierfache Resistenz, um es mal auf Deutsch auszusprechen, natürlich ganz, ganz gut auf unserer Seite steht. So, ein Volltreffer, der natürlich seinesgleichen sucht, aber hier an diesem Punkt nicht sonderlich nötig war. Viele Erfahrungspunkte, sehr schön. Ein Bronzel. Bronzel! Wen hast du denn hier noch so, den wir dann nehmen? Faith könnten wir eigentlich nehmen. Wobei, hat Bronzel Schwebe? Ich weiß es nicht genau. Ich probiere es mal mit Faith. Im Zweifel könnte ich noch auf Vivien wechseln, also ich glaube, Bronzel ist sowieso eher ein ziemlicher Tank, als dass er viel austeilen kann. Zumindest lässt es das Erscheinungsbild ziemlich stark vermuten, sagen wir es mal so. Und Bronzel, ich meine, ist noch unentwickelt, ja. Von daher... Oh Mann. Ah, okay, er hat... Okay. Gut, wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, der hätte vielleicht irgendwie Konzentrator oder sowas, irgendeine Psychofähigkeit. Dann nehmen wir doch mal Vivien, denn Vivien, wie ihr es vielleicht noch wisst, hatte bis auf... Ja... ihrer Attacken-Coverage. Deswegen ist es eine ganz gute Wahl gerade. Gut, dass du nicht triffst. Sehr, sehr schön. Bis zum Morgengrauen. So. Nicht cool. Echt nicht cool, Alter. Hm. Na, was machen wir denn jetzt? Na gut, nehmen wir Maggie. Wir switchen mal ein bisschen durch. Wir teilen ganz brüderlich jetzt die Erfahrungspunkte unter all unseren Teammitgliedern auf, damit wir alle gleichmäßig schön leveln können. Sondersensor, das kann er schon einfach so durch Leveln ablernen? Wusste ich gar nicht. Na gut, macht uns natürlich nicht viel Schaden, aber dennoch nicht zu verachten, dieser Angriff. Wir machen an die Aquawelle, weil, ne, Step und so, sehr, sehr schön. Reicht das schon aus? Ah, okay, noch nicht. Aber, haha, da kommt die Verwirrung zurück. Quid pro quo, meine Freund, quid pro quo. Er trifft sich selbst und reicht das? Nee. Hätte mich auch irgendwie gewundert. Wir machen mal mit einem Biss, damit wir noch ein bisschen die AP aufteilen. Perfekt. Erster Trainer, der braucht schon ganz schön lange, um besiegt zu werden. Ne? Das ist ein ziemlich hartnäckiger Kerl. Der Chief Scott, der lange Haare hat und ziemlich weiblich aussieht und große Brüste hat, wie auch immer. So, hiermit wären wir fertig. Ich glaube, ich lasse mal Faith vorne. Ich muss auch nicht unbedingt hochheilen. Wen haben wir da vorne? Ein Psycho oder was auch immer seine Trainerklasse ist. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt und das warst du. Man nennt es auch... sehen oder riechen, weil sie nicht geduscht haben sollte. Breeder Forest. Forest Gump möchte gegen uns kämpfen. Togetic. Oh, Respekt. Togetic ist stark. Muss ich mich auf jeden Fall in Acht nehmen. Ich probiere es dennoch mit Faith, weil Eissplitter macht gar nicht mal so schlechten Schaden. Ich muss aber trotzdem aufpassen, weil Togetic ist nicht allzu schwach.
Gut, ist noch nicht voll entwickelt immerhin. Ja, ist nur einfach entwickelt, aber dennoch. Ja, ist gut. Okay, mehr als die Hälfte habe ich gehofft. Mit mehr als die Hälfte haben wir bekommen. Bitterkuss, warum? Warum haben die alle so große Lust, uns zu verwirren? Warum? Ich meine, das macht doch keinen großen Spaß. Das kann denen doch auch keinen großen Spaß machen. Spotlight ist eine Prio-Attacke? Ja, macht irgendwie Sinn, ne? Was heißt Attacke? Es ist ja eigentlich ein Prio-Status-Move oder sowas. Eissplitter kommt durch, sehr, sehr schön. Man muss wirklich Faith lassen. Seit sie den Eissplitter hat, ist sie wirklich nützlich geworden, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut ihre kleine Entwicklung. Level 33 wird ja ihre große Stunde kommen, aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten. Wen hast du noch? Ein Flurmel. Könnten wir auch mit Faith machen, aber die Verwirrung, die turnt mich gerade so ein bisschen ab. Ich glaube, dann nehme ich mal lieber Vivien. Auch wenn Vivien, ja... Vivien ist momentan noch so ein Radar an dem Punkt, wo es schwer wird für die Basis-Pokémon. Denn jetzt kommen diese ganzen langsam entwickelten Pokémon auf uns zu und die machen dann doch schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Beziehungsweise, sagen wir mal im Vergleich zu einer Lin zum Beispiel, die ja voll entwickelt ist, dann schneidet sie schon nicht ganz so gut ab, muss man sagen. Aber Vivien trotzdem noch ein Top-Teammitglied, muss man wirklich sagen, macht eine sehr, sehr gute Performance hier jeden Tag. Eine sehr, sehr gute Vorstellung. Möchte ich mich gar nicht beschweren, ich wollte es nur anmerken, so langsam kommt der Punkt, wo die Basis-Pokémon so ein bisschen Probleme bekommen in den Kämpfen. Muss ich nur ein bisschen aufpassen. So, ich werde mal kurz, nicht auf meine Trainerkarte gucken, sondern einen Trank einverleiben. Jetzt gehe ich auch direkt, ich habe langsam gelernt, jetzt gehe ich sogar direkt auf die Medizinseite. So, ich glaube, wir müssen wirklich einen Supertrank nehmen. Wir haben gar keine normalen Tränke mehr. Wir sind schon so bonzig geworden, dass wir gar keine normalen Tränke mehr nutzen. Ist echt schlimm mit uns. So, Faith ist vorne, finde ich gut. Das ist doch bestimmt ein verstecktes Item, oder? Ich nehme mal kurz einen Schutz zur Hand. Einen schützenden Schutz. Wollen wir ihn nennen? Haben wir überhaupt noch welche? Ah, so viel zu, ich hab's gelernt, ne? So viel dazu. So, verstecktes Item. Give it to me. Oh, sehr schön. Sonderbonbon haben wir echt schon ganz schön viele von, ne? Wir haben wahrscheinlich ganz gut Glück mit der Randomization von den Items. Warte, hier ist doch bestimmt was. Nicht? What? What the hell? Irgendwie finde ich das ein bisschen komisch, wie die Zäune hier angeordnet sind. Also, welcher Gartendesigner das hier sich ausgedacht hat bei Landschaftsbauer. Das ist ja der richtige Fachbegriff für Gärtner. Oder, nee, stimmt gar nicht. Gärtner ist ja, glaube ich, eine Ausbildung. Landschaftsbau ist ein Studium, glaube ich zumindest. Korrigiert mich gerne, aber ich meine zumindest. Meiner Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Leuten, die ich nicht besiegen kann. So etwas tun Sammler nun mal. Och, schon wieder ein Sammler, heißt das, du hast wieder 6 Pokémon? Das fände ich ja gar nicht mal so horny. Okay, 3. Kann ich gut mit leben, aber Flamara finde ich jetzt nicht so nice. Könnte Faith eigentlich packen? Ich probiere es mal, okay? I gotta try. Und er hat offensichtlich gar keine Flammenattacke. Das, was mich eigentlich ziemlich wundert, ehrlich gesagt. Aber gut, freut mich nur umso mehr. Flamme betrifft mehr als die Hälfte. Ah, schade. Dennoch würde ich es gerne weiter probieren. Wieso hat er keine Feuerattacke oder sowas? Immerhin Glut oder Nitroladung? Ich meine ja nur. So, und das Gute ist, da wir jetzt natürlich mit Faith den Eissplitter haben, sind wir jetzt schneller, weil Prio-Attacke etc. Wobei, der hat ja Ruckzuck-Hieb. Sind wir mit Faith schneller als ein Flamara? Offensichtlich. Was mich sehr freut. Oder es ist ein Speed-Teil. Also, sehr, sehr schön. Na gut, Flamara wurde besiegt. Faith ist echt ein richtiger Zerstörer gerade. Freut mich sehr. Es ist schön zu sehen. Level up für Faith. Wen haben wir denn noch? Ein Pipi. Könnte Faith theoretisch auch selbst machen, weil Pipi hat ja eine sehr, sehr gute spezielle, sehr, sehr gute spezielle Verteidigung. Nehmen wir doch mal Vivien. Nehmen wir Vivien, Vivien trifft nämlich physisch, also zu einem mit Biss und zum anderen mit dem Rankenhieb. Und ja, wie gesagt, Pipi hat eine gute spezielle Verteidigung, aber ich glaube, die normale Verteidigung geht so. Falls ich mich da jetzt... Wieso haben wir eigentlich alle Spotlight? Falls ich mich da jetzt recht entsinne, meine ich zumindest. So, schauen wir noch mal kurz, wie viel Schaden das macht. Sollte eigentlich gehen. Ja, aber wie gesagt, schlechte Verteidigung, gute spezielle Verteidigung, also schlechte Verteidigung auch nicht, aber wesentlich schlechter als die spezielle. Nun gut, Rankenhieb sollte dann dieses Problem mit dem Pipi lösen. Das Pipi aus dem Weltraum, ne? Ihr kennt es doch noch. So, das war das Pipi aus dem Weltraum und ein Schlobleck. Schön, wusste ich gar nicht, dass sie solche Pokémon auch gerandomized bekommen können. Na gut, macht irgendwie Sinn, aber ich meine ja nur. Nehmen wir doch mal Tyler, denn Tyler, also so ein Schlobleck hat halt echt eine gute Verteidigung, da möchte ich ungern mit Vivien damit kämpfen. Nehmen wir doch lieber Tyler zur Hand. Und da schlägt das Schlobleck wieder rum.
Schlupfeck sieht einfach nur so grotesk aus. So richtig, richtig weird einfach. Ich finde auch die Farbgebung so ein bisschen komisch, weil es... Ich weiß nicht. Es sieht einfach komisch aus. So ein Schlurp sieht dann auch cool aus, weil es hat halt eine lange Zunge und so, ne? Das ist ja, kann man auch irgendwie verkraften, aber Schlurpleck sieht aus wie so ein entlaufener Jahrmarkt-Clown, der jetzt versucht, alle Leute abzuschlecken und das finde ich komisch. Ja, das gefällt mir nicht. Oh, ein Volltreffer. Sehr schön, Tyler. Wir haben heute echt einen guten Part, muss man sagen. Gut, man sollte den Part nicht vor dem Ende loben oder Tag vor dem Abend, aber ich meine nur. Wir haben momentan einen ganz guten Lauf. Wayne wurde besiegt, dieser Angriff war beeindruckend. Darauf kannst du stolz sein. Ja, ich bin auch auf meine Pokémon stolz. Ich bin jetzt nicht auf mich stolz. Ich meine, ich trainiere sie nur. Aber auf meine Pokémon bin ich sehr, sehr stolz. So, Vivien kommt nach vorne. Muss auch noch ein bisschen trainieren, ein bisschen nachziehen. Da oben hatten wir noch einen Archäologen, an den erinnere ich mich noch. Schutz wirkt nicht mehr, ist in Ordnung. Guten Tag. Ich reise durch die ganze Welt auf der Suche nach mysteriösen Rätseln. Und? Hast du mit mir dein Rätsel gefunden? Höchstwahrscheinlich. Man, Jill, mit einem einzigen Pokémon. Oh, das wird stark sein. Oh, Glück, dass es nur ein Timimi ist und nicht wie beim letzten Mal ein Kikli. Auch wenn es sich reimt, oder so ein bisschen reimt, so ein unreiner Reim, aber trotzdem sollte dann ein Biss eigentlich schon ausreichen, ne? Boah, passt. Sehr gut. Man muss wirklich sagen, dieses Kikli hat mich wirklich verstört für die Ebene, aber für diese Route. Aber eigentlich war es doch ziemlich einfach hier. Also einfach nun auch nicht. Porta, nee, danke. Danke, nein. Ich lehne dankend ab. Dann können wir bestimmt noch den dazugehörigen Entfessler? Was ist denn Entfessler? Kenne ich das? Entlädt die Kraft, die während des Einsatzes von Hort... Ach so, okay, ja. Meine ich damit. Jetzt bekommen wir die ganzen zu dem Horter dazugehörenden Attacken. Genau, der Verzehrer. Genau den meinte ich. Den meinte ich, den bekommen wir jetzt auch. Brauche ich alles nicht, vielen Dank. Und vor allem, Vivien schwebt doch in der Luft. Wieso kann die dann... Warum? Warum kann sie sich dann verwurzeln? Naja, ich meine ja nur. So, das wären dann diese ganzen Trainer gewesen, die wir noch hier rumstehen gelassen haben. Jetzt kommt mal Maggie nach vorne. Maggie muss sich auch mal bald entwickeln. Ich glaube auf Level 36, falls ich mich recht entsinne. Da oben steht noch ein dicker Mann. Den werden wir uns gleich vornehmen. Aber zuerst mal das Item. Ich wollte gerade den Beutel öffnen. Gerade wollte ich den Beutel öffnen, aber nein, das Perlo, was wir beim letzten Mal zerstört haben, muss natürlich wiederkommen und nach Rache suchen. Aber sie wirst du ja nicht finden, du bist nämlich langsamer als wir und deswegen laufen wir einfach weg. Tut mir leid, Perlo. Tut mir leid. So, noch einmal schnell den Schutz gesprayt. Ja, jetzt nehme ich sogar einen Top-Schutz. Ich bin einfach Verschwender vom Dienst heute. Eine Top-Genesung, sehr schön. Ich freue mich, was heißt ich freue mich? Ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann mal einen Funkelstein finden oder... bekommen oder kaufen können. Gut, kaufen können würde mich stark wundern, aber das wäre schon ziemlich awesome. Sagen wir es mal so. Hier ist noch ein Archäologe, den haben wir, glaube ich, auch noch nicht besiegt. Guten Tag. Ganz schön viele Trainer auf der Route hier, ne? Aha, ein Trainer. Ich fordere dich daraus, mit den von mir gefundenen Pokémon zu kämpfen. Ja, das war korrektes Deutsch. Muss ich mich gar nicht so verwirrt hier anlabern. Mann, Pi. Interessanter Name. Taubos. Ui. So viel zu schwachen Pokémon, die wir hier haben. Taubos ist schon mal eine ordentliche Ansage. Aquawelle. Okay. Wir könnten sogar theoretisch schneller sein als das Taubos, auch wenn das unrealistisch scheint. Und wir sind 6 Level höher als er. Also der Ruckzuckhieb ist nur eine Prio-Attacke. Okay, er ist schneller. Gut, auch nicht wirklich verwunderlich, aber trotzdem. Er hätte theoretisch sein können. Das Gute ist, dass Maggie natürlich ein ziemlich physischer Tank ist. Von daher wird das Taubos uns wenig anhaben können. Und ein Crit ist auch noch am Start. Ich beschwere mich nicht. Ich sag einfach gar nichts mehr. Ja, ich glaube, das Spiel lässt schon von sich aus genug Vermutungen zu. So, Level 31. Turtok. Oh, Battle of the Greatest hier gerade. Nehmen wir doch mal lieber Irma oder Vivien. Irma oder Vivien. Irma oder Vivien. Irma oder Vivien. Wir nehmen Irma, weil Turtok, ne, wie Maggie es ja auch ist, als Shillock, physischer Tank. Deswegen nehmen wir lieber Irma, denn die, er greift ja speziell an. Sehr, sehr gute taktische Ausführung, die ich hier gerade wieder in den Tag lege. Kennt man ja nicht anders von mir. Hust, hust. Na gut. Tool vielleicht? Würde mich zumindest freuen. Ja. Jojo. Hätte sogar fast ein One-Hit werden können. Aber für ein One-Hit hätte es mich doch schon fast gewundert, muss ich ehrlich sagen. Gut, Irma ist ein starker Kerl. Ein sehr, sehr starker und beeindruckender Kerl. Aber Turtok immer noch, ne? Hat halt sehr, sehr viel KP. Na gut. Turtok wurde besiegt. Wieso kriegen wir eigentlich so viele Turtok entgegengeworfen? Wir haben schon generell viele Turtok getroffen. Sowohl im Gras als auch bei gegnerischen Trainern. Naja. So, mal sehen, ob wir den dicken Mann jetzt noch treffen. Der war ja da hinten. Ist hier drüben noch was? Ich sehe jetzt gerade nichts.
der dicke Mann. Wo ist er denn? Ach, der ist hier unten, okay. Na, alles klar. Da unten rechts ist doch bestimmt ein verstecktes Item, oder? Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich nach allen Himmelsrichtungen. Nord, Süd, Südost, Südwest, West. Nee, Südwest, Nord, wie auch immer. Genau, Südwest, Nord. Genau diese Himmelsrichtung. Genau daran habe ich auch gedacht. Nennt man auch Westen. Na gut, Schlupuk möchte kämpfen. Gar kein Problem, werden wir gerne diesen Wunsch erfüllen. Mit einer Aquawelle. Wahrscheinlich ein Tool, ne? Ja. Na, okay. Doch, nicht ganz. Schlupuk könnte aber Absorber oder sowas haben. Theoretisch. Also höchstwahrscheinlich hat das das. Gehe ich mal von aus, aber sollte Maggie dennoch ganz gut hinkriegen. Zugabe. Okay, gut. Ich hatte jetzt nicht vor aufzuhören. Zumindest nicht mit dieser Attacke. Solange du mich nicht absorbierst, ist alles tutti. Und dich am besten auch selbst triffst jetzt. Das wäre natürlich formidabel. Schade. Okay, Schlammbad, gut, kannst du machen. Das geht ja noch. Vor allem vom Schlupuk. So, friss die Aquarelle. So, das war das Schlupuk gewesen. Das war das Schlupuk gewesen. Genau, Plusquamperfekt, perfekt for its best. So, Dancer Alex wurde. Ach, der hatte nur einen Pokémon. Aber das ist mein Lieblings-Pokémon. Der. Sorry. Musst dir halt noch ein anderes Lieblings-Pokémon suchen, damit du damit kämpfen kannst. So, einmal die Medizin ausgerüstet und super Trank. Wir haben 4 Sonderbonbons. Alter Schwede. Das ist ziemlich ordentlich. Vor allem so früh im Spiel. So, einmal kurz geheilt. Ich werde Maggie jetzt einfach mal vorne lassen. Die kann auch mal wieder ein bisschen kämpfen. Die habe ich ja nicht unbedingt in letzter Zeit vernachlässigt, aber die kämpft halt nur relativ kurz, weil sie eigentlich immer nur den Müll der anderen wegbringt, wenn man so möchte. Also sie. Jetzt habe ich. Da war doch noch ein Item. Denk doch mal nach, Kollege. Hä? Habe ich doch gerade gesagt, da liegt doch bestimmt ein Item unten rechts. Das holen wir uns nochmal schnell. Falls denn eins sein sollte. Na, Schutz machen wir auch mal wieder an. Wenn wir schon dabei sind. Auch wieder den Top-Schutz, weil ich so verschwenderisch bin. Ach ja. Aber die Top-Schütze haben wir sowieso alle gefunden. Von daher. Hyperball. Sehr schön. Das freut mich. Wir haben echt richtig viel gekämpft heute, ne? Ein richtiger Kampfreigen war das heute. Kennt eigentlich noch jemand das Wort Reigen? Hört man zumindest relativ selten. Hyperball schon wieder. Wir werden hier zugeworfen mit Hyperbällen. Wir wollen alle, dass wir im Ball bleiben. Aber nein, ich spreche nach dem ersten Wackeln aus. Item? Item? Können wir dann? Nö. So, ich guck mal kurz auf die Karte. Bevor wir jetzt wieder auf einer neuen Route sind, durch das vollkommen verplane. Sieht aber nicht so aus. Kühnheitsufer ist da vorne. Mussten wir da surfen? Oh. So viel zur neuen Route und ich verplane das. Haben wir noch Bälle? Ich schau mal kurz nach. Plötzlich ist die Musik so ruhig. Wir haben ordentlich viele Bälle. Dann suchen wir mal. Oh, Moment. Moment, Moment. Nehmen wir lieber Linda vorne. Die kann am besten paralysieren von allen. Okay, let's have a try. Ach stimmt, wir müssen erstmal den Schutz ablaufen. Stimmt. Gut, dann holen wir uns mal kurz das Item hier. Ein Sonderbonbon. Meine Herren. Wir kriegen nur Sonderbonbons hier die ganze Zeit zugeworfen. Ist ja herrlich. Schnell den Schutz noch ablaufen. Ich möchte ehrlich gesagt ungern weiter. Da könnte ja zum Beispiel Pearl oder so jemand auf uns warten. Okay, ein Schritt gegangen, direkt ein Encounter. Oh, der kleine Riolo, Lucario, das ist cool. Kampf-Pokémon hat uns sowieso schon seit langem gefehlt. Sehr, sehr gut. Gefällt mir gut. Vom Level 27, ich weiß gar nicht, wann entwickelt sich Lucario. Ich glaube irgendwie um die 30 rum. Müsste ich nochmal schauen. Oh, Kraftfeld ist gar nicht mal so. Na gut. Flugtyp und so, ne? So, ich hoffe mal, dass die Windhose dich nicht umklatschen wird. Würde mich ehrlich gesagt stark wundern, wenn. Wobei es ist ein Baby-Pokémon, ne? Ich probier's. An sich müsste der das aushalten. Also, wenn wir ihn one-hitten, das würde mich schon arg wundern. Und aufregen. Gut. Aber es war knapp. Das darf man nicht vernachlässigen. Das war sehr, sehr knapp. Falls wir noch ein. Vielleicht hatten wir Glück mit dem Zufallswert, dass er das überlebt hat. Probieren wir erstmal ein Pokéball. Ich meine, es ist ein Baby-Pokémon. Gut, ne? Ein unterentwickeltes Baby-Pokémon. Könnte drin bleiben. Gut, okay. Case closed. Du möchtest nicht drin bleiben, verstehe schon. Aber du machst uns auch vor allem nicht viel Schaden. Jetzt hat er natürlich predicted, dass wir weiter mit Bällen werfen und möchte jetzt unsere Verteidigung senken, um uns zum Aufgeben zu zwingen. Ich nehme jetzt einen Hyperball. Wir haben so viele Hyperbälle gerade zugeworfen bekommen. Genau, ganze 2 Stück. Ja, voll viele Superbälle. Hyperbälle. What? Was ist denn los mit dem? Willst du mich flachsen, Riolo? Mach doch, was du willst. Gegenschlag bringt dir auch nichts.
Wobei, das macht schon mehr Schaden als gedacht. Komm, du musst doch wohl drin bleiben. Ich meine, weiter schwächen kann ich dich gar nicht. Yeah! Die kleine Kämpferdame Riolo wurde gefangen. Suchen wir uns natürlich einen schönen Namen für dich raus, meine Liebe. Mein kleines Mädel. Suchen uns einen schönen Namen für dich raus. Ein neuer Eintrag, genau. Riolo, Wellenspiel. Was? Warum Wellen? Ist auch egal. Es hat die eigenartige Fähigkeit, Gefühle wie Freude oder Wut in Wellenform zu sehen. Echt? Das ist ja voll cool. Das ist ja voll interessant. Okay, Riolo, suchen wir mal kurz einen Spitznamen aus für die gute Dame. Bis gleich. Pause. Und da bin ich wieder mit einem wunderschönen Namen für eine wunderschöne Dame, den ich bestimmt sehr, sehr häufig falsch aussprechen werde, weil das so ein bisschen Zungenbrecher ist, muss man sagen. Der Name von Riolo ist Cecilia. Und warum ihr, vielleicht fragt ihr euch, warum ich das jetzt als Zungenbrecher betitel, aber es ist halt so SS, sehr, sehr schnell hintereinander, ne, das ist... Ist halt schwer auszusprechen manchmal. Na gut. Cecilia wird auf die Box gepackt und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich möchte mich ehrlich gesagt gar nicht mehr bewegen, weil ich sonst wieder in einen Encounter reingeworfen werde. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Bis dahin. Tschüss. Und bye bye. Ganz vergessen.